Wir reduzieren. Wir reduzieren unsere Produktion ein bisschen. Das sollte dazu führen, dass wir nicht ganz so viel Energie mehr brauchen. Wie ist unser Energieverbrauch? Ja, ist okay. Wir sind gut drüber, aber wir sind... Lass mal die Nacht kommen. Man darf eins nicht vergessen, ne? Nachts laufen jetzt diese Dinger natürlich auch. Ohne weitere Energieproduktion wird das natürlich nichts. Das sehe ich alles absolut, ne? Die Biber-Gewerkschaft ist dagegen, unsere pelzigen Freunde durch hölzerne, seelenlose Robo-Biber zu ersetzen. Aber das ist doch was Gutes. Das ist doch was Gutes. Dann können sich die, unsere Adelsbiber können sich dann nach hinten lehnen, lassen sich von einem Robo-Biber mit Weintrauben füttern, oder in dem Fall Beeren, ja, und Maisrationen. Es wird wunderschön. Blühende Landschaften, verspreche ich. Oh, Grumble, danke dir. Freust du? Ey, ein paar Wochen auf YouTube schon. Ich hoffe, du hattest ganz, ganz viel Vergnügen. Und jetzt im Stream ist natürlich nochmal, ist einfach Next Level nochmal. Das ist einfach, da mittendrin dabei zu sein, macht einfach nochmal ganz anders Spaß. Da ist man in den Entscheidungsprozess dieses völligen Irrsinnsprojekts voll eingebunden, ne? So, wie schaut's aus? Ja, da kommt auf jeden Fall jetzt mehr Saft mal in den Batterien an. Das ist schon mal ein Zwanzigstel drin. Ist gut. Guten Morgen, Kalüchen. Unsere Biber arbeiten gerne. Ja, aber sie müssen ja nicht. Das ist ja der Trick. Wenn du den ganzen Tag frei entscheiden kannst, was du machen möchtest, kannst du natürlich arbeiten. Du kannst es aber auch nicht machen. Da, das ist auch in Ordnung für unsere Biber. So, okay. Wir haben jetzt immer noch Wasserengpass, ne? Und zwar einen gravierenden Wasserengpass. Wir müssen hier das Wasser im Übrigen rauslassen. Sonst kann sich das mit dem nicht ausgleichen und wird nicht gepumpt. Wir müssen aber nur noch etwas über eine Woche aushalten. Das ist kein Problem. So, die Produktion an Sprengstoff haben wir reduziert. Sollte auch kein Stress sein. Jo, gut, wie schaut's da aus? An der Flanke ist es gut. Das heißt, wir reduzieren die nächste Generation von Bibern, die nicht mehr geboren wird. Die ein Brutkasten weniger. Jetzt haben wir schon zwei reduziert. Wir haben 29 Biber, die nichts zu tun haben. Ja, okay, Batterien halten den Tag über nicht durch. Und noch mehr reduzieren? Können wir fast schon nicht. Alles andere, was wir noch abschalten könnten. Ich meine, wir könnten natürlich, klar, wir könnten jetzt die zwei Pumpen abschalten, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Die sollen die ganze Zeit mitlaufen. So, wir haben auch nur noch 1200 Holz im Speicher. Die Biber-Geburtenkontrolle! So, aber dafür müsste sich das jetzt ziemlich bald akklimatisieren, wenn unsere Speicher hier oben voll werden. Dann müsste besser werden. So. Gut, wir warten, bis dieser Abschnitt fertig ist. Dann können wir nämlich hier oben weitergehen. Und dann werde ich hier auf... Also wir werden dann die Motorenwerke, also die biberschen Motorenwerke, werden wir hier oben hinpflanzen. Kommen die da überall hin? Scheinbar, ja. Genau, Oma, das ist genau der Plan. Aber wir machen das ja ein bisschen mit Kalkül hier oben. Und zwar, hier oben kommen unsere Rohholzspeicher hin. Das heißt, Rohholz wird generell gebraucht. In unseren Motoren wird Rohholz zur Energie verfeuert. Das ist okay. Das ist alles soweit fein. Heißt, wir haben hier einen gigantischen Rohholzspeicher, den wir hier behalten werden. Und werden dann hier diesen ganzen vorderen Bereich werden wir ausbauen zu einer riesen Plattform, wo die Motoren draufstehen werden. Und über diese obere Antriebswelle, die hier gerade noch in Arbeit ist, wird das dann an das System angeschlossen. Das heißt, dann müssen wir vielleicht irgendwie gucken, dass wir hier nochmal hochkommen oder so, oder hier hochkommen
Und dann schließen wir das ganze System an und werden hier noch eine Plattform drunter bauen, damit wir das schön von unten an die Dinger verlegen können. Ja. Das könnte man natürlich einsammeln, das Holz. Aber wir haben das. Das ist besser, wenn das schneller weggeht. Weil wenn ich da jetzt wieder eine Fahne setze mit einem Biber, der das einsammelt, dann muss es wieder jemand holen. Wir haben eh schon kaum tragende Biber. Das lohnt sich mehr, wenn wir das einfach wegreißen. Wenn es denn mal irgendwann einer macht. Ich meine, was man natürlich machen könnte, ist die 32 arbeitssuchenden Biber jetzt in Bauarbeiterunterkünfte zu stecken. Damit das ein bisschen schneller geht. Oder in Trägerposten wäre auch noch so eine Idee, ne? Könnten wir auch mal machen. Dass wir hier einfach denen nochmal ein bisschen Jobs geben. Jetzt wären es schon fast 30. Machen wir das in Tragende. Dankeschön! Punkt. Punkt. Leon, danke vielmals für deinen Resub im 17. Monat. Dankeschön für den Support der Liebe. Vielen lieben Dank. Du hast 32 Biber arbeitslos. Ja, genau. Das ist die Idee. Dann können wir natürlich jetzt auch sagen, bau mal das hier ein bisschen flotter aus als alles andere. Damit das einfach mit den Transportleuten noch ein bisschen besser klappt. Hier oben ist auch im Übrigen keine einzige Maisration mehr da. Es wird langsam besser mit den Maisrationen. Ne? Auch Mais generell staut sich ein bisschen zurück. Auberginenrationen haben wir da, das ist okay. Haben wir hier irgendwas? Nee. Die Eisenmine, dafür brauchen wir Energie. Also muss die Energie schon da sein. Das machen wir dann als Folgeprojekt, wenn hier oben das neue BMW, also quasi Biber-Motoren-Biberische Motorenwerke-Ding entsteht. Ja, das ist die Idee. So. Gut. Gut, gut, gut. Hier oben ist ziemlich fertig, oder? Das ist mal ein monumentaler Holzspeicher. Dass die Statik das mitmacht? Ach, die Biber wissen schon, was sie tun. Die Mine braucht Energie, oder? Effiziente Mine. Braucht die keine Energie? Die braucht nur Robo-Biber, oder? Minenarbeiter im Unterschied der Ruinen. Innovatives Design, maximierte Fördergeschwindigkeit. Muss im Boden gesetzt werden. Und die braucht keine Energie. Tatsächlich. Achso, hier können wir jetzt wieder nicht. Aha. Und da drauf Wohnungen. Nee, 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 nee. Die Wohnungen kommen zentral auf den Speichertank. Das, weil sonst haben wir... Ich will, dass die alle von der Mitte des Kraters ausgehen. Aber ihr habt recht, okay, natürlich. Das ist natürlich richtig dann. Ich dachte, die braucht das. Was ist denn jetzt? Der blöde Ding. Aber 4000 Forschungspunkte müssen wir bald haben. Aber die Aussicht, ich weiß. Aber ich werde hier auch diese Wohnungen demnächst abreißen werden. Müssen. Auch diese Wohnungen gehen weg und diese Wohnungen gehen weg. Aber da werden wir hier in der Mitte ein zentrales Biber-Manifest bauen. Mit einem inneren Aufgang für alle Biber-Behausungen und außenliegenden Wohnungen mit super Meerblick. Ja, also das wird wunderschön. Aber dazu muss ich halt diese Ebene noch wegsprengen. Also das jetzt, was hier noch übrig ist, muss raus. Und die nächste Ebene muss noch eins drunter. Und dann haben wir es geschafft. Da müssten wir eine 6er Höhe erreicht haben, ne? Nochmal kurz checken. 1, 2, 3, 4, 5 und dann noch eins tiefer ist die 6er Ebene. Sprengstoff haben wir. Bauaufträge müssen wir ein bisschen regulieren, aber kriegen wir per se auch hin. Unsere Arbeitskräfte sind eingegliedert in das System, das passt. Die arbeiten, die liefern hier Sachen. 1 von 28, das hat sich total gelohnt. Das wäre auch schön, wenn man dem Biber sagen können dürfte, ähnlich wie ein DSP zum Beispiel, lauf nur los, wenn du voll bist. Oder geh nur hin, wenn du voll beladen werden kannst. Das würde ein bisschen den Druck von den tragenden Bibern wegnehmen.
Weil dann würden die ein bisschen entspannter durch die Gegend laufen. Weil die laufen hier mit 0 von 28. Jetzt schauen wir gleich, wo der hingeht. Wobei, der wird nirgendwo mehr hingehen. Trägt Wasser. 2 von 28. Weißt du, wie ich meine? Es ist zwar schön, wenn die so sau aktuell unterwegs sind, dass da mehr als 2 drinnen sind. Aber dafür laufen die halt 5-mal völlig umsonst quasi. Ich würde mir wünschen, die würden das anders machen. Ah, oh. Unsere kleine Erdbaggerine hier. Schön. Ja, ja, wir werden definitiv die großen Reihenhäuser bauen. Die sind die da passen 8 Leute rein. Hier passen zwar 16 rein, aber ich glaube, da geht nochmal ein Drittel mehr an Platz. Die großen Reihenhäuser finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Die werden wir dann als nächstes dann eben für diesen Projektabschnitt weitermachen. So, wir haben einen Robo-Biber-Platz noch offen, dann sind alle besetzt. Wir haben insgesamt 47 Robo-Biber aktuell. Und hier wird gut produziert. Wir haben ein bisschen wenig Gehäuse, ein bisschen wenig Köpfe. Da könnte man nochmal nachbessern. Aber ansonsten läuft das. Gut. So ein Erdlager, ja. Wo geht denn das jetzt eigentlich? Hier, okay, also in dem Industriestapel könnten wir Erde lagern. Das würde ich dann auch tatsächlich schauen, dass wir das hier vielleicht am Rand nochmal machen, dass das nicht so weite Wege hat. Vielleicht macht man das dann nochmal da an den Rand hier mit. Ja, vielleicht. Müssen wir mal gucken. Aber im besten Fall könnten wir dann hier unsere biberschen Motoren dann nach da oben umsetzen. Wir haben jetzt 1000 Holz runter. Das ist natürlich sau wenig, was wir hier am Halde haben. Ah, hier läuft die Welle schon. Das heißt, hier kann getankt werden. Hier wird auch gut getankt. Das ist ein tolles Hochregallager. Schon, oder? Stell dir mal vor, das ist voll. Momentan ist ja quasi noch nichts drin, weil wir die Kapazitäten ohnehin unten haben, um das wegzulegen. Aber jetzt kommen... Wir sind von wie viel? 3000 Holz oder 2000 oder so am Anfang. Sind wir jetzt auf 7700 Rohholz gekommen. Also das dauert ein Schlückchen, bis das voll ist. Selbst wenn wir gar nichts weiterbauen. Unsere bauarbeitende Bevölkerung wird das schaffen. Jetzt natürlich eine Sache. Wir machen weiter mit dem, was wir die ganze Zeit schon tun. Das heißt, wir werden unsere ganzen Biber umswitchen. Wir werden hier überwiegend versuchen, alles auf Robo-Biber umzustellen, was die Logistik angeht. Weil die einfach viel effizienter sind. Die können halt fast das Doppelte tragen. Das ist natürlich enorm, enorm gut. Ja. So, wie schaut es hier aus? Das ist. Wir dürfen halt da nicht unter einem Block runterfallen, sonst dauert das so ewig. Viereinhalb Tage noch, dann kommt wieder Flut. Okay. Ah, hier oben ist ein neuer Biber-Hotspot entstanden. Werden hier gut getankt. Dann sollten sich die energielosen Biber nämlich ein bisschen akklimatisieren. Hier unten haben wir ja auch nochmal eine richtig dicke Ladestation für unsere Biber. Wie lange ist denn die aktuelle Dauer der Dürre? Das war jetzt gerade 22 Tage oder so? Ich glaube. Aber unser Wasserbestand ist extremst niedrig.
Also niedriger, als es selbst vorher schon war. Das war schon nicht gut und jetzt ist es noch schlechter. So. Let's look. Geht das dahin? Ja. Das klappt. Okay. Dann können wir hier nämlich weitermachen. So. Okay, dann reißen wir hier mal ein bisschen was weg. Ja, nee. Warum geht das jetzt nicht? Aber, hä? Haben wir noch einen Weg hier? Ist ja doof. Deswegen haben wir es wahrscheinlich beim letzten Mal auch schon nicht gemacht. Dass so eine ganz blöde Ecke ist. Naja, was wir machen könnten, wäre hier einen Weg tatsächlich runterbauen. Wobei das ist auch doof, weil wir müssen ja noch eins tiefer. Der Weg ist nicht verbunden? Ach ja, sicher. Sicher das. Ihr habt recht, natürlich. Natürlich. Okay. So. Matthias, einen wunderschönen guten Abend. Hi. So, nachdem wir kaum noch Bauprojekte gerade haben, ist das schon wieder so relativ alles. 50, mittlerweile 50 Robo-Biber roundabout. Das letzte bisschen, was hier noch übrig ist, ne? Da kommen die natürlich nicht mehr hin, ne? Müssen wir mal schauen. Kommen sie hin, da nicht mehr. Das sind diese blöden Seitendinger. Aber das machen wir jetzt erstmal trotzdem weg, soweit wir kommen. Und dann um den letzten, was übrig bleibt, das schauen wir uns dann immer erst an am Schluss an. Sobald das Ding hier hinten abgerissen ist, können wir das alles zurückbauen. Ich finde unseren Biber Highway hier oben einfach großartig. Und auch auf der unteren Ebene ist immer viel los. Da ist sogar noch mehr eigentlich los. Warte kurz. So könnte es gut gehen. Ja, sehr schön. Das ist eine gute Hauptverbindung. Hier haben wir das gleiche natürlich auch nochmal. Schön hier oben, ne?
Unser Strom reicht jetzt. Mal gucken, wie er sich dann auftanken wird. Was sagt die Leitung? Wir machen ganz, ganz wenig Plus und das merkt man hier auch, dass das nicht wirklich auffüllt. Also viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Oh, uns fehlen die behandelten Bretter. Dann machen wir das ganz einfach. Wir setzen Robo-Biber ein und zünden das Ding. Dann kann der mal irgendwann einen Robo-Biber da einsetzen, dann machen wir wieder behandelnde Bretter. Aber mit Robo-Bibers. Und das machen wir halt, wie gesagt, auch mit allem anderen Zeug hier. Wird das auch jetzt dann auf Robo-Biber eben umgestellt in der Produktion. Das setzt natürlich jetzt ein bisschen die Anzahl der Stellen, die wir haben, ein bisschen hoch, aber das ist okay. Ja. Genau, für die Mine bräuchten wir das auch nochmal. Okay, hier sind wir auch weitergekommen. Wie gesagt, das geht ja alles super zügig. Weiter. Also hier können wir noch nicht abreisen, solange wir den hinteren Bereich noch machen. Was wir aber können, ist dieser Bereich hier wegzureisen. Können wir dann schon irgendeinen anderen Bereich abzwicken? Den hier zum Beispiel. Können wir wegmachen. Die können ja auch zur Not von der Seite kommen. So, dann geht's hier weiter. Da sind wir auch ready to go. So. Ja, wir bauen tatsächlich hier oben das neue BMW auf. Die neuen biberschen Motorenwerke, die ist... Ah ja, guck mal, das Holz ist schon entfernt worden. Das ist ja großartig. Gut, wir brauchen hier oben Saft. Das ist die erste Baustelle, die wir brauchen. Und den Saft holen wir von hier. Das heißt, dieser Weg muss getrennt werden. Und dann gehen wir gleich mit der Geschichte nach oben. Und zwar... Hier eins nach oben. Dann kann der Weg unten durchführen. So. Und dann können wir hier theoretisch schon mal mit einer Geschichte rübergehen. Ungefähr auf die Mitte vielleicht oder so. Von dem neuen Dingens. Hier vielleicht rüber. So. Dann bauen wir auch hier mal gleich die Hauptachse auf. Dass das gleich mal klar ist, wie das auszusehen hat. So. Ja, ich weiß, dass das noch nicht verbunden ist, das ist mir schon klar. Das will ich auch jetzt noch im Augenblick gerade gar noch nicht. Sondern ich baue jetzt erstmal den neuen Boden auf von dem BMW. Der ja noch gar nicht, der wird ja noch ein bisschen brauchen, bis der fertig ist. So. Gehen wir mal bis hier. Das ist jetzt der Untergrund von unserem neuen BMW-Gebäude. Sollten überall hinkommen. Ja. Wie gesagt, am Schluss müssen wir nur noch diese eine Kreuzung anschließen, also das abdrehen und dann hier mit einer X verbinden. Aber das können die jetzt schon mal so im Groben und Ganzen, können die das jetzt schon mal planen, wie das auszusehen hat. Und wichtig ist aber, dass das ja natürlich dann nicht das Ende vom Lied ist. Das heißt, wir bauen das eigentliche BMW nach oben wieder. Also so. So. Und dann bauen wir den Zugang hier zum Beispiel an die Seite. Okay.
als unterer Zugang. Und dann gehen wir aber geradeaus zu. Das können wir natürlich auch nach oben verlängern. Dann haben wir hier nochmal einen kompletten Zugang. Dann nutzen wir die Gelegenheit, um hier oben einfach ein bisschen... Können wir hier noch ein bisschen was machen? Ein bisschen für die allgemeine Biberzufriedenheit sorgen. Gibt es hier oben einen Schrein vielleicht? No, da gibt es noch Krankenbetten. Ne, wobei Krankenbetten will ich hier oben nicht. Dann machen wir hier nochmal... Für die Nager ein bisschen was. Ein bisschen, ne? So ein bisschen hübsch. Boah, hier ganz... Ah, ne, da ganz oben Dachterrassen wären auch interessant, ne? Eine ganze Reihe Dachterrasse oben drauf wäre auch geil. So. Wir können ja noch mehr Schreine hier reinbauen, warum nicht? Ist ja nur 5 Milliarden Holz gelagert. So. Wenn wir das jetzt so bauen, dann setzen wir ja voraus, dass hier oben drauf unser Strom kommt. Das heißt, wir brauchen hier einen Weg nach vorne und dann dahinter einen Anschluss hauptsächlich, womit wir dann alle einzelnen befeuern. Wir können die, glaube ich, auch miteinander dann verbinden. Dann brauchen wir nur einen Anschluss an der unteren Kante, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich bin mir nicht sicher, ob die Motoren brauchen, glaube ich, alle eine Welle, ne? Haben wir das unten? Warte mal, da sehen wir das, wie wir das gebaut haben. Ja, die haben wir alle an eine Welle gesetzt. Okay, das heißt, wir gehen quasi zum Beispiel hier oben, kommen wir hoch. Machen das so, 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 so und hier eine T. Dann kommen die nächsten Motoren drauf. So, das ist der erste Block, den wir bauen. So. Gut. Dann... Gleiches System auf der anderen Seite wieder, ne? Am Ende ein T-Stück rein. Dazwischen alles X. So. Nicht die Sicherheitstests in Reaktor 4 vergessen. Als ob bei uns Sicherheitstests nötig wären. Was? Also wir werden dann Folgendes bauen. Ich will die Wellen immer verstecken. Ne? Weil die... Ich finde das optisch einfach schöner, wenn die versteckt sind. Ich finde, das hat einfach irgendwie nochmal Optik... halber schaut das besser aus. Außerdem ist es tatsächlich geiler zu bauen für die Biber, wenn hier oben noch Zwischenwege sind. Aber ich finde, es schaut auch einfach schöner aus, wenn man auf die Welle nicht draufschauen kann, sondern wenn die so ein bisschen abgedeckt ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann oder ob das jetzt einfach nur mein ganz persönlicher Spleen ist. Aber ich finde, das hat optisch nochmal einen deutlichen Mehrwert. Also das ist jetzt unser kleines Bauprojekt, unser kleines neues BMW, was wir hier aufbauen. Da sind jetzt in der Reihe, schauen wir mal ganz kurz, wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 20 Kraftwerke stehen hier. Und wir haben hier jetzt 2, 4, 6, 8. Hinten nochmal 3. Also wir haben 11. Das heißt, wir verdoppeln quasi die Energie, die wir jetzt schon produzieren. Das heißt, wir machen so 8000, 9000 Energie. Etwa. Mit dem neuen Block. Plus das, was da noch kommt. Das brauchen wir aber alles nicht mehr. Das heißt, wir können das wahrscheinlich runter reduzieren. Oder das als Behelfskraftwerk nutzen und sagen, ja, bei Bedarf schalten wir zu.
Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, unten ist er mittlerweile komplett ausgetrocknet. Der ganze Speichersee ist leer. Und zwar bis auf den letzten Tropfen tatsächlich. Das heißt, jetzt ist die beste Zeit, um hier unten mal klar Schiff zu machen.